Hallo und herzlich willkommen hier im großen Saal des Literaturhauses. Mein Name ist Sonja Longolius. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Brownback Lunch, dem Mittagsformat. Sehr schön, dass so viele von Ihnen mittags Zeit gefunden haben. Vielen Dank erstmal ans Publikum. Natürlich vielen Dank vor allen Dingen auch an Sandra Kegel, die uns einen Moment, ich habe extra trainiert, diesen Schinken hier mitgebracht hat, aber der soll auch so dick sein oder möglichst eigentlich in 5 oder 6 oder 10 Bänden. Es ist erst der Anfang. Es ist erst der Anfang, genau. Also trainieren Sie am besten gleich mit. Ich mache es kurz, weil wir haben nur eine gute Stunde, etwas mehr vielleicht. Lasse ich zu, 5 Minuten, aber ich würde ganz herzlich begrüßen. Mir wurde nämlich gesagt, dass im Saal einige der Übersetzerinnen sitzen, die hier Kurzgeschichten übersetzt haben. Also nenne ich die hier sind, Eva Bonnet, Aminata Chissé, Marion Kraft, Susanne Lange, Sigrid Kuschmeier und Christiane Pöhlmann. Und ich bitte Sie einmal zu applaudieren, weil ohne diese Übersetzerin könnten wir das jetzt auch nicht tun. Dankeschön. Und der Verleger vom Manesse Verlag, Horst Lauinger, ist auch hier. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie auch da sind und uns den hier mitgebracht haben. Aber ganz besonders freue ich mich, dass die Schriftstellerin Eva Menasse, obwohl sie im Moment auf allen Bühnen dieser Welt gerade tanzt, auch bei uns ist und hier auch tanzt. Ich freue mich sehr heute auf das Gespräch Sandra Kegel, Eva Menasse und die prosaischen Passionen. Viel Spaß. Ja, schönen guten Tag auch von mir, schönen Mittag. Vielleicht sollten wir in diesem Novembergrau alle literarischen Veranstaltungen auf den Mittag verlegen. Man geht doch besser aus dem Haus, wenn draußen noch ein bisschen Licht ist. Prosaische Passionen, ich bin schon ganz stark in diesen Titel verliebt. Prosaisch, ich habe gleich nochmal im Synonymwörterbuch nachgeschaut, heißt ja eigentlich, wenn sie es nicht auf die literarische Prosa bezieht, nüchtern, steif und trocken. Das ist das maximale Gegenteil oder Gegensatzpaar zu Passionen. Es geht um Frauen, es geht um Schriftstellerinnen und es geht um Kurzgeschichten. Alles liegt mir extrem am Herzen, weshalb ich mich wirklich sehr freue, dieses auch besonders schön gestaltete Buch heute zusammen mit der Herausgeberin vorstellen zu dürfen. Prosaische Passionen, 101 Short Stories von Frauen der klassischen Moderne. Das Auswahlprinzip erschließt sich erst, wenn man durch ist. Ich habe es noch nicht ganz gelesen, ich gebe es zu. Nach den Geburtsjahrgängen. Geburtsjahrgänge der Autorinnen. Jetzt muss ich eigentlich mal keinen Knacklaut machen. Ich kann jetzt einfach immer Autorinnen und Schriftstellerinnen sagen. Ist wunderbar. Der Autorinnen von 1850 bis 1921. Wer später geboren wurde von den Schriftstellerinnen, kommt im nächsten Band. Und das nur, wenn Sie, liebes Publikum, dieses Buch ausreichend frenetisch kaufen. Dann wird es zum zweiten Band kommen, den ich mir jetzt schon wünsche. Es vereint die Kurzprosa so unterschiedlicher Schriftstellerinnen wie Virginia Woolf, Ilse Eichinger, Natalia Ginzburg, Dorothy Parker, Sofia Tolstaya, Anna Segers, Agatha Christie, Iris Murdoch, Simone de Beauvoir, Zelda Fitzgerald, Marie-Louise Kaschnitz, Marie-Louise Fleißer, Selma Lagerlöf, Anaïs Nin, Nathalie Sarraute, Irmgard Coyne, Doris Lessing und Elsa Morante. Und jetzt merken Sie schon, das waren nur die ersten paar von diesen 101. Es würde auch großen Spaß machen, nur die 101 Autorinnennamen so am Anfang mal vorzulesen. Denn man kennt einige nicht, aber viele eben schon und denkt dann sofort, ach, die sind auch in diesem Korridor geboren. Die haben auch Kurzgeschichten geschrieben, Short Stories. Das ist ja auch nochmal so ein bisschen wabbeliger Begriff der Literaturwissenschaft. All das ist sofort so ein Assoziationsraum, der sich ergibt. Aber Sandra Kegel hat auch hierzulande unbekannte Autorinnen gesammelt und hier aufgenommen, oder eher unbekannte, das kommt jetzt natürlich darauf an, bei Ihnen, liebes Publikum, für welche Weltgegend Sie sich interessieren und welche bei Ihnen völlig außen vor geblieben ist. Ich gebe zu, bei mir sind viele außen vor geblieben. Emilia Pardo Bazán, Jean Rice, Gabriela Preissová, Nella Larsen, Ellen Cusuayo, aus weniger bekannten Literaturweltgegenden, aus Ländern wie Bolivien, Südafrika, Sierra Leone, Bangladesch, Tunesien, Haiti, Chile, Korea und den kleineren Randzonen von Europa.
Die Herausgeberin Sandra Kegel und ich kennen uns von der FAZ seit, ich will jetzt gar nicht sagen, wie vielen sind Jahrzehnte. Wir waren damals die jungen Frauen in der FAZ, jetzt sind wir immer noch da, ist auch ein Erfolg, oder? Sie ist Literaturkritikerin und Journalistin, hat in Aix-en-Provence, Wien und Frankfurt am Main studiert und leitet inzwischen das Feuilleton der FAZ, in dem wir uns damals als junge Frauen getroffen haben. Sie ist Mitglied vieler und wechselnder Literaturpreisjurys und eine der profiliertesten Literaturkritikerinnen Deutschlands. Sandra, wie kamst du zu diesem Buch? Ja, es kam zu diesem Buch insofern, als wir ja gerade hier eine kleine, wunderbare Ausstellung erleben durften mit den 17 Nobelpreisträgerinnen, die es gibt seit dem Jahr 1902, seit also dieser wichtigste Literaturpreis der Welt als solcher, wird er ja wahrgenommen, vergeben wird. Und bei 102 Preisträgern und davon 17 Preisträgerinnen ist ja irgendwas verrutscht. Irgendwas stimmt da ja nicht. 99 Jahre Frauen ab jetzt. Dann wäre es wieder fair. Ich habe es ausgerechnet. Ab genau. Jetzt, 99 Jahre. Ja. Keiner von uns wird den nächsten Mann erleben, der einen Literaturnobelpreis trägt, wenn wir heute diese Regelung Richtig. Einführen. Mhm. Ja, das heißt, man sieht ja auch, also Annie Arnaud hat gerade gestern ihre Bankettrede gehalten. In den letzten Jahren versuchen sie ja nachzuarbeiten in der Stockholmer Akademie. Und der Nobelpreis ist auch nicht alles. Wir kennen auch die berühmten Autoren natürlich, die alle übersehen wurden. Man muss sich nicht daran ausrichten, aber es ist doch ein Indikator. Und die Frauen in der literarischen Moderne wurden eben übersehen. Der Kanon, das ist das, was wir tatsächlich heute nacharbeiten müssen. Wir müssen schauen, was gibt es da für eine herrliche, prachtvolle Literatur, die Frauen geschrieben haben, nicht weil sie Frauen sind, sondern weil das großartige Literatur ist. Und die wir entdecken müssen, weil sie tatsächlich nicht präsentiert wurde, weil sie nicht in den Kanon aufgenommen wurde, weil sie nicht in den Verlagen verlegt wurde, weil sie nicht in den Zeitungen von den Journalisten kritisiert, beschrieben und hochgehalten wurden. Und das ist sozusagen der Anspruch dieses Buchs in zweierlei Hinsicht. Also schaut, was es da für eine herrliche Literatur gibt aus dieser Zeit. Und gerade für Autorinnen heute ist das so interessant, weil du bist ja auch eine Autorin, die viel mit Kurzprosa arbeitet. Helene Hegemann ist auch zu nennen als eine Autorin, die mit Short Stories, mit Kurzprosa arbeitet. Und die Themen, die Autorinnen heute beschäftigen, die sind hier vielfach schon vertreten in dieser Zeit um 1900. All die Themen, die uns als Frauen beschäftigen, Genderfragen, Identitätsfragen, der weibliche Körper, das ist alles da drin, wird alles schon literarisch verhandelt. Und darüber hinaus ist der Anspruch dieser Anthologie eben zu zeigen, wir haben es eben gerade bei der Vorstellung der Ausstellung gehört, von den 17 Literatur-Nobelpreisträgerinnen gibt es keine einzige aus Afrika, keine einzige aus Asien, keine einzige aus Australien. Es ist also dieser Blick, der auf Europa und Amerika konzentriert ist. Es gibt überhaupt nur eine Person of Color, das ist Toni Morrison, mhm. die Amerikanerin. So, und was ist hier? Hier ist Literatur aus 26 Sprachen, aus allen Kontinenten. Und wenn man sich das anschaut, was da überall geschrieben wurde, das ist schon beeindruckend. Und ich glaube, wir können uns das leisten, den Blick zu weiten, das Fenster aufzumachen und zu sagen, hey, cool. Ja, ich finde das auch ein wirklichen Vorteil oder war für mich eine Überraschung dieses Buchs, dass eben schon die klassische Moderne so viel Frauen hat. Ich gebe das offen zu, die Literaturgeschichte nie aus feministischer oder weiblicher Sicht betrachtet. Geradezu absichtlich. Meine Freundin Susan Nyman sagt immer, sie will nicht zu den Whining and Wailing gehören. Ja? Also machen statt jammern. Das ist ja auch so ein Thema in der Frauenbewegung. Das heißt, für mich war es eine Überraschung, dass in deinem Buch und auch in deinem Nachwort, dieses große, sehr instruktive Nachwort, dass dieses ganze Thema in alle möglichen Richtungen weitet, dass du eben die weibliche Literatur oder sozusagen das Eindringen von Frauen in diese total männlich dominierte Literaturdomäne so früh ansetzt. Wir denken,
unserer Jahrgänge denken, die Frauenbefreiung hat kurz vor uns begonnen. Also wir sind Jahrgang 1970 und wir sind aufgewachsen noch mit sozusagen dem dankbaren Blick zurück und gegenwärtigen Blick auf Alice Schwarzer und Co. Und wir wissen, wie spät in manchen europäischen Ländern das Frauenwahlrecht gekommen ist. Aber schon damals, schon um 1900 und davor, haben Frauen stark begonnen, auch zu schreiben und sich da sozusagen hineinzureklamieren in die Literaturszene. Interessant ist, was unseren Jahrgang angeht, dass zwischen 1966, als Nelly Sachs den Literaturnobelpreis bekam, und 1991 Nadine Gordimer, also in diesen 25 Jahren, die wir ja quasi fast auch noch erlebt haben, gar nicht so lange her ist, keine einzige Frau ausgezeichnet wurde mit dem Literaturnobelpreis. Also in dieser Spanne von 1902 bis heute sind ausgerechnet die 60er, 70er, 80er Jahre, also die Zeit von Marcel Reich-Ranicki, der ja auch mal... Gelächter im Saal. Ja. Sie können sich alle erinnern, was er über das Schreiben von Frauen gesagt hat. Gleichzeitig hat er eine Anthologie über weibliche Lyrik herausgegeben. Also er war auch ambivalent. Ja. Aber es ist interessant, dass diese 70er, 80er Jahre auf eine gewisse Weise noch viel Frauen, also viel weniger auf Frauen geschaut haben als früher. Das ist interessant, das sind diese typischen Anachronismen. Ne? Wir haben studiert und hatten das Gefühl, wir dürfen jetzt auch alles, was früher die Mädchen nicht durften. Und genau in der Zeit, wo man uns ausgebildet hat, hat aber keine Frau den Literaturnobelpreis bekommen. Mir hat auch gefallen, in deinem Nachwort, wo du darauf hinweist, dass man dieses Drängen in die literarische Produktion rund um die Jahrhundertwende auch durch die Gegenprobe wahrnehmen kann, nämlich dadurch, dass die männlichen Schriftsteller besonders giftig wurden in ihren Aussagen über weibliches Schreiben. Frauen schreiben nur aus Not und Geldsucht. Kulturhemmend wirkt das Weib, wenn ihm ein geistiger und sozialer Einfluss eingeräumt wird. Sind geborene Dilettantinnen. Wir kennen die Geschichten von Karl Kraus, der sich immer sehr abwertend gegenüber schreibenden Frauen geäußert hat. Also man sieht daran, wenn die Männer giftig werden, dann werden ihnen die Frauen gerade zu viel. Das ist auch ein interessanter Gedanke. Jetzt müssen wir zu einem komplizierten Thema kommen, das man aber auch, glaube ich, leicht auflösen kann. Du zitierst A.L. Kennedy mit dem Satz, Frauenliteratur gibt es nicht, ebenso wenig wie Linkshänderliteratur oder rothaarigen Literatur. Das ist ein kluger Satz. Trotzdem gehört es auch, wie Sie alle wissen, zu den Selbstgewisserungsversuchen des Feminismus, eine bestimmte Formen weiblichen Schreibens herauszuarbeiten, einzukreisen. Ich würde ja sagen, es gibt weibliche Themen. Schon deshalb, weil die Männer eben zuerst da waren, und das ist wie in der Geschwisterfolge, da müssen auch bei den jüngeren Geschwistern müssen ein anderes Feld besetzen, wenn das eine schon besetzt ist. Was sagst du dazu? Ah, das ist interessant mit den Themen. Also die Autorinnen der literarischen Moderne haben viel über, was man weibliche Themen nennen könnte, geschrieben, tatsächlich. Ich habe mir das auch damit erklärt, dass sie natürlich noch nicht den Zugang zur Welt hatten wie die Männer. Sie saßen eben noch nicht in den Zeitungsredaktionen als Redakteure, konnten allenfalls ihre Texte einreichen als Autorin, saßen nicht in Kanzleien oder sonst wie. Das heißt, sie haben über das geschrieben, was ihre Welt war, die eben noch häuslich war, häuslicher zumindest, als dann der große Aufbruch begann. Ich würde sagen, es gibt, also viele Philosophinnen, Literaturwissenschaftler haben sich immer mit der Frage beschäftigt, gibt es ein weibliches Schreiben? Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob du das dir zutraust, einen Text ohne Autorennamen zu erkennen, ob ich könnte mir nicht das zu. Nicht. Nein. Auch nicht. Ja. Also das mit den auch Themen, schon in Juries, ohne Namen, gekennzeichnete Texte. Keine Chance. Ich glaube auch nicht, dass man das erkennen kann, ist der Text von einer Frau oder einem Mann geschrieben. Über das Thema könnte man tatsächlich diskutieren. Die französischen Literaturwissenschaftlerinnen haben für die Écriture féminine eine Beschreibung gefunden, die mir eigentlich sehr gefällt, dass es also durchaus eine Écriture féminine gibt, die aber nicht unbedingt von Frauen geschrieben werden muss. Also auch Männer können feminin schreiben, was heißt einen anderen Blick auf die Welt. Und das, glaube ich, ist absolut zutreffend.
Ja, da würde ich zustimmen, auch aus eigener Erfahrung. Als ich mit meinem Roman Quasi Kristalle getourt bin, fragten immer wieder Leserinnen und Leser, bei Ihnen in den Büchern kommen so viele Kinder vor. Das finde ich ganz interessant, so viele Kinder. Können Sie das erklären, wieso bei Ihnen so viele Kinder vorkommen? Wie gesagt, können Sie erklären, warum in den anderen Büchern so wenige Kinder vorkommen? Es gibt doch Kinder, oder? Immer schon. Das ist so ein Blick. Dann fällt mir natürlich ein, Alice Munro, über deren häusliches Schreiben wir ja vor allem auch aus diesem Buch ihrer Tochter wissen. Aber sie hat es auch selbst thematisiert. Die Kinder waren aus dem Haus, die Waschmaschine war eingeräumt und lief. Und sie hat sich schnell irgendwo in ihrem Bügelzimmer mit ihrem Heft hingesetzt. Und dann klingelt schon wieder diese Nachbarin für den Gossip. Und der Schreibtag ist schon wieder zerstört, weil die schon wieder kommt und so. Also, aber so glaube ich, dieses Hinausgehen in die Welt, das gibt es auch bei männlichen Autoren. Dazu fällt mir nämlich die Geschichte von Amos Oz ein, der im Kibbutz erkannt hat, dass man nicht Hemingway sein muss, um zu schreiben, dass man nicht Löwen erlegt haben muss und die schönsten Frauen erobert, sondern auch das kleine Leben im Kibbutz literarisch fruchtbar gemacht werden muss. Also dieses aus dem Kleinen ins Große ist erstmal ein weiblicher, aber stößt auch Männern zu. Und insofern wabert das, glaube ich. Aber ich denke, mit den Themen kann man es ganz gut fassen. Zumal diese weiblichen Produktionsbedingungen des Schreibens vielfach eben von diesen Autorinnen thematisiert wird. Wir kennen das ja auch alle noch von Jane Austen, die knarrende Tür. Also Jane Austen hatte natürlich kein eigenes Schreibzimmer, sondern schrieb unten im Salon. Und wenn die Tür, die Gott sei Dank knarrte, wenn sie das hörte, dann hatte sich da sowas zurechtgelegt, da konnte sie ihr Manuskript sofort verstecken. Wir kennen alle Virginia Woolfs Room of Her Own, also ja. Darum geht es. Es geht darum, dass man einen eigenen Rückzugsort hat, in dem man arbeiten kann. Marlene Haushofer hat auch also immer wieder darüber geschrieben, was es bedeutet, zwischen Haushalt, zwischen Kindern, zwischen dem Ehemann, der auch noch irgendwie versorgt werden will, schreiben zu können. Und das war, also das waren zu dieser Zeit um 1900 ganz starke, ganz eigensinnige Frauen. Also man muss die sich gar nicht als Opfer vorstellen, sondern die haben gesagt, hier, das möchte ich machen. Und dafür haben sie sehr viel auch in Kauf genommen. Also sie haben ökonomische Unsicherheit in Kauf genommen, sie haben gesellschaftliche Randexistenz in Kauf genommen, weil sie künstlerisch arbeiten wollten. Und sie hatten aber in den allermeisten Fällen kein eigenes Zimmer, um zu schreiben, keine Stipendien vom Literaturfonds, ja, die es ihnen ermöglicht haben, 3 Monate mal irgendwo in eine, keine Ahnung, Villa unterzuschlüpfen und dort zu schreiben, sondern sie hatten 2, 3, 4 Stunden am Tag, an denen sie sich das wirklich rausgeschnitten haben, wie das alles Manuel auch beschreibt. Also es hat sich lange nichts verändert. Und das hat natürlich dann auch damit zu tun, warum Frauen Kurzprosa geschrieben haben. Genau, dazu kommen, ja, ich wollte es noch einmal dagegen halten, weil ich das wirklich irre interessant finde. Ich glaube, es geht auch um die Bilder in unserem Kopf. Ich glaube, dass in vielen, vielen Schriftstellerbiografien dieser Moment des Widerstands oder des doch gegen die Erwerbslogik drinsteckt. Ja? Also viele, früher war das mit dem Literaturfonds, das gab es alles nicht und auch viele Männer, die schrieben, mussten sich das ertrotzen. Wir haben nur immer diese Großfürsten der Literatur im Kopf. Wir sehen Thomas Mann, vor dessen Schreibzimmer die Kinder weggescheucht werden, damit der Herr wieder seine Weltliteratur schreiben kann. Wir sehen Hemingway, der zur Löwenjagd geht und dabei von Zeitungen finanziert wird. Das ist aber, glaube ich, nicht das Hauptbild des Schriftstellers. Der Schriftsteller ist eigentlich immer jemand, also früher gewesen, der sich gegen das, was man wird, gegen die ordentlichen Berufe, sozusagen selbst, der sich diese Berechtigung erteilt hat. Wollte ich nur noch sagen. Also die Frauen kommen da, glaube ich, später. Aber dieses, ich mache nicht das, was man von mir verlangt, sondern ich werde Schriftsteller oder Schriftstellerin, steckt, glaube ich, auch oft in Schriftstellerbiografien drin. Ganz kurz noch dazu, ja? Elfriede Jelinek. Wir werden länger brauchen als die 2 Stunden. Nein, aber es ist, wir reden dafür schneller als Männer. Ja.
Elfriede Jelinek, Literaturpreis, Nobelpreisträgerin, natürlich hat ja jetzt bei Rowohlt wieder einen Roman, oder nein, man kann es gar nicht Roman nennen, steht auch nicht Roman drauf. Es ist eine Textfläche. Eine Textfläche, genau. Eine hinreißende Textfläche veröffentlicht, Angabe zur Person. Aber das ist ein Ereignis deswegen, weil sie ja die letzten Jahre überhaupt gar nichts in Verlage reingegeben hat, sondern auf ihrer Webseite veröffentlicht hat. Auch ein Roman und Gedanken und Essays und so weiter. Kann man alles online nachlesen. Auch das sozusagen ist eine ganz erstaunliche Form des Sich-Entziehens aus der sozusagen der Verwertbarkeit, die du gerade eben angesprochen hast. Man wird Schriftsteller, weil man eben sozusagen auch dem bürgerlichen Leben etwas entgegensetzen will. Und das dieses Jelinek'sche Projekt, das sind tausende von Seiten, also ein Verlag hätte dann viel zu tun, das alles noch sozusagen zwischen Buchdeckel zu packen, finde ich eben auch einen interessanten Zugang. Das stimmt, ja. Aber sie ist sowieso die große Widerstandskämpferin der deutschsprachigen Literatur. Ja, ist sie. Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Du schreibst in deinem Nachwort darüber, dass auch der deutschsprachige Raum besonders spät war, Frauen Bildungsmöglichkeiten zu ermöglichen, also Schulen und auch vor allem die Universitäten für Frauen zu öffnen. Hast du da eine Erklärung dafür? Gibt es eine Erklärung? Naja, das Deutsche Kaiserreich. Und die österreichische Monarchie. Und die österreichische Monarchie, genau. Also Amerika war 1830, England in den 60er Jahren und wir kamen wirklich als allerletzte. Und das bedeutet natürlich auch für die Emanzipation, die kam zwar dann hier spätestens nach dem Ersten Weltkrieg, als der Mann sozusagen auch als Täter und Opfer, sagen wir jetzt mal, gebrochen aus dem Krieg zurückkam, aus dem Ersten Weltkrieg. Da war natürlich in der Weimarer Republik, da hat Berlin vor allen Dingen ganz, aber auch überall sonst, das Land und die Frauen haben dann ganz viel nachgeholt. Aber das ist halt in diesem Kaiserreich, da war nicht viel zu holen. Ein verdruckstes Obrigkeitsdenken und da war also wenig Sexiness. Ja, also wir halten fest, Regierungsformen machen einen Unterschied. Demokratische Strukturen helfen auch der Gleichberechtigung. Richtig. Jetzt lesen wir was vor. Ja. Also, du beginnst. Ich lese was vor. Genau. Sandra hat sich gewünscht, da sie die Herrin über all diese Texte ist, dass wir ganz am Anfang einen der ältesten Texte lesen von Kate Chopin. Spricht man sie so französisch aus? Es gibt mehrere Aussprachen. Die ARD-Datenbank spricht sie Chopin aus. Chopin? Das ist mir zu berlinerisch. Wir lassen es mit Chopin. Ja. Kate Chopin, die Geschichte einer Stunde. Da man wusste, dass Mrs. Mallard unter Herzproblemen litt, verhielt man sich äußerst vorsichtig, um ihr die Nachricht vom Tod ihres Mannes so schonend wie möglich beizubringen. Es war ihre Schwester Josephine, die es ihr in stockenden Worten mitteilte, mit verschleierten Hinweisen, die halb enthüllten und zugleich verbargen. Auch der Freund ihres Mannes, Richards, war zugegen und in ihrer Nähe. Er war es gewesen, der sich in der Zeitungsredaktion aufgehalten hatte, als die Kabelnachricht von der Eisenbahnkatastrophe dort eintraf und der Name Brantley Mallard stand zuoberst auf der Liste der Getöteten. Er hatte sich noch die Zeit genommen, sich durch ein zweites Telegramm von der Richtigkeit der Information zu überzeugen und sich dann beeilt, um möglicherweise weniger besorgten, weniger innigen Freunden beim Überbringen der traurigen Nachricht zuvorzukommen. Sie nahm den Bericht nicht so auf, wie es vielen anderen Frauen erging, die etwas Vergleichbares erfahren mussten, nämlich in lähmender Unfähigkeit, dessen Bedeutung zu erfassen. Sie brach sofort in Tränen aus und warf sich ihrer Schwester in wilder Verzweiflung in die Arme. Als der erste Sturm der Trauer sich gelegt hatte, zog sie sich allein in ihr Zimmer zurück. Sie wollte von niemandem begleitet werden. Dort, mit Blick auf das geöffnete Fenster, stand ein geräumiger, bequemer Sessel, auf den sie sich sinken ließ, niedergedrückt von physischer Erschöpfung, die ihrem Körper zusetzte und bis in ihre Seele zu reichen schien. Sie hatte ihren Kopf auf das Polster im Sessel zurückgeworfen und saß fast bewegungslos da. Nur wenn ein Schluchzen in ihrer Kehle aufstieg, schüttelte es sie wie ein Kind, das sich in den Schlaf geschrien hat und in seinen Träumen immer weiter schluchzt.
Sie war jung, hatte ein schönes, ruhiges Gesicht, dessen Linien Anspannung und sogar eine gewisse Strenge verrieten. Jetzt aber war ein dumpfes Starren in ihren Augen, deren Blick ins Nirgendwo ging, weit fort zu einem dieser blauen Himmelsflecken. Es war nicht ein Blick voller Nachdenklichkeit, vielmehr zeigte er die Abwesenheit jedes intelligenten Gedankens. Da kam etwas auf sie zu. Und sie wartete darauf, voller Angst. Was war es? Sie wusste es nicht. Es war zu subtil und flüchtig, um es zu benennen, aber sie fühlte, wie es vom Himmel herabgekrochen kam und durch die Klänge, die Gerüche und die Farben, von denen die Luft erfüllt war, nach ihr griff. Nun hob und senkte sich ihre Brust in heftiger Erregung. Langsam begann sie zu erkennen, was da auf sie zukam, um von ihr Besitz zu ergreifen, und sie bemühte sich, es Kraft ihres Willens zurückzustoßen, so machtlos ihre schlanken weißen Hände gewesen sein mögen. Als sie sich diesem Gefühl ergab, entfuhr ihren leicht geöffneten Lippen ein kleines, geflüstertes Wort. Sie sagte es immer und immer wieder im Rhythmus ihres Atems. Frei, frei, frei. Das leere Starren und der schreckerfüllte Blick, die daraufhin eingesetzt hatten, wichen nun aus ihren Augen. Sie blieben wach und strahlend. Ihr Herzschlag ging schnell. Das wallende Blut wärmte und entspannte jeden Zentimeter ihres Körpers. Unaufhörlich fragte sie sich, ob sich da nicht eine gespenstische Freude in ihr breit machte. Eine klare, überhöhte Wahrnehmung befähigte sie, die Vermutung als belanglos wegzuwischen. Sie wusste, dass sie wieder in Tränen ausbrechen würde, wenn sie die freundlichen, zärtlichen Hände im Tode gefaltet sähe. Das Gesicht, das immer nur voller Liebe auf sie geblickt hatte, erstarrt grau und tot. Doch über diesen bitteren Augenblick hinaus spürte sie eine lange Abfolge von Jahren auf sich zukommen, die ausschließlich nur ihr gehören würden. Und sie öffnete die Arme und breitete sie aus, um diese willkommen zu heißen. Es würde niemanden geben, für den sie in den kommenden Jahren zu leben hätte. Sie würde nur für sich allein leben. Es würde keinen starken Willen geben, der den ihren mit jener blinden Beharrlichkeit beugen würde, mit der Männer und Frauen glaubten, ein Recht zu haben, ihren persönlichen Willen einer anderen Person aufzuzwingen. Ob mit freundlicher oder grausamer Absicht, in jedem Fall wäre ein solches Verhalten gleichermaßen falsch. Das wurde ihr in diesem kurzen Moment der Erleuchtung klar. Und doch hatte sie ihn geliebt, bisweilen. Oft aber auch nicht. Was machte das schon aus? Was konnte Liebe, dieses ungelöste Geheimnis, schon bedeuten angesichts des Besitzes von Selbstbehauptung, die sie plötzlich als stärksten Antrieb ihres Daseins erkannte? Frei, Körper und Seele frei, wiederholte sie immer wieder flüsternd. Josephine kniete vor der verschlossenen Tür mit den Lippen am Schlüsselloch und flehte um Einlass. »Luise, öffne die Tür! Ich bitte dich, öffne die Tür! Du quälst dich doch nur! Was tust du dort, Luise? Um Himmels Willen, öffne die Tür!« Sie erhob sich und öffnete die Tür auf das beharrliche Drängen ihrer Schwester hin. In ihren Augen lag ein fiebriges Triumphieren. Und unbewusst präsentierte sie sich wie eine Siegesgöttin. Sie fasste ihre Schwester um die Taille und gemeinsam stiegen sie die Treppe hinab. Am Fuße der Stufen wurden sie von Richards erwartet. Jemand öffnete die Eingangstür mit einem Haustürschlüssel. Es war Brantley Mallard, der eintrat. Ein wenig staubig von der Zugfahrt, aber gelassen mit Reisetasche und Schirm in der Hand. Er hatte sich weit entfernt vom Unfallgeschehen befunden und wusste nicht einmal, dass sich ein solches ereignet hatte. Er blieb erstaunt stehen, als er Josephines durchdringenden Schrei vernahm und auch Richards schnelle Wendung bemerkte, weil der ihn vor dem Blick seiner Frau abschirmen wollte. Als die Ärzte eintrafen, stellten sie fest,
dass sie an Herzversagen gestorben war, an der Freude, die tötet. Dankeschön. Sandra, jetzt müssen wir noch über die kurze Form an sich sprechen. Wir haben das ja im ersten Teil schon so ein bisschen begonnen. Ich halte diese kurze Form ja für besonders schön, weil sie letztlich schwieriger ist. Ich glaube, dass eine gute Kurzgeschichte sehr, sehr viel präziser gearbeitet sein muss als noch der beste Roman, weil im Roman einfach durch die Länge bedingt, ich nenne das immer, da kann es immer so ausgeleierte Bauchmuskeln geben, die gar nicht schlimm sind, weil man über die hinwegliest. In einer guten Kurzgeschichte auf 15 bis 30 bis Alice Munro Länge 45 Seiten kann man sich das schlecht erlauben, noch schlechter bei Menschen wie Raymond Carver, wo es noch kürzer ist, da muss jedes Wort sitzen wie bei Kammermusik. Im Zusammenhang mit den Frauen, wir haben das schon angedeutet, hat das was Fatales. Schreiben Frauen Kurzgeschichten, weil sie zum anderen gar nicht gekommen sind? Können sie es besonders gut? Hängt es auch damit zusammen, dass man sie schneller und leichter veröffentlichen kann? Das ist so eine, glaube ich, eine Zwickmühle beinahe für weibliches Schreiben. Ja, ja. Es spielt da mehreres mit hinein. Also ich bin auch ein ganz großer Fan der Kurzprosa und ich verstehe gar nicht, dass hierzulande die Short Story bis heute immer wieder Schwierigkeiten hat. Dass sie sich, also dass die Verlage sagen, sie verkauft sich nicht gut. Mhm. Ich habe sogar schon Geschichtssammlungen gesehen, da haben die Verlage einfach Roman drauf geschrieben, weil sie gesagt haben, ja, da kommen jetzt dieselben Protagonisten in den Geschichten vor, man kann es einfach als Roman verkaufen. Ich kenne Autoren, die das gemacht haben, weil man nur einen Roman zum Deutschen Buchpreis einreichen kann. Genau. Und das ist wirklich ich verstehe das bis heute nicht, warum die Kurzgeschichte hier es so schwer hat, weil sie ein, wie du sagst, ein fantastisches Genre ist, weil sich die Kurzprosa keinen Fehler erlauben darf. Es ist, also Sie kennen alle die kürzeste Kurzgeschichte der Welt von Hemingway, Baby Shoes for Sale, Never Worn. Das ist die kürzeste Kurzprosa, die es gibt und der ganze Roman ist schon geschrieben, wie du sagst. Man kann sich die ganzen Beschreibungen sparen, die ganzen Interieurs, die ganzen Also auch schon die Zeit, der Zeitzwang ist ziemlich interessant und wichtig. Also man kann in Erzählungen schon Rückblenden machen, aber eben nicht lang. Eben nicht, um sich so auszuruhen, weil einem gerade nichts Besseres einfällt. Genau. Und man ist sofort in der Situation, man muss was zu erzählen haben, sonst funktioniert es nicht. Und schön ist es natürlich, wenn man eine unerwartete Wendung hat, wie hier bei Kate Chopin. Also diese Erzählung ist 1894 geschrieben, also wirklich einer der frühesten Texte, die wir hier versammeln. Und wie großartig ist das gearbeitet, ja? Man hat ja diese ganze Ehe, hat man ja vor Augen. Man hat auch das Haus, man sieht alles. Und zwar das in 60 Minuten wird hier erzählt, die Geschichte einer Stunde. Und wie das auch literarisch gearbeitet ist, dass sich diese Frau zum ersten Mal, als sie die Nachricht hört, ihr Mann ist verstorben bei dem Unfall, und plötzlich kommen, und das auch gleich dreifach, kommt dieses frei, angeschwebt. Das davon wird sie ja geradezu befallen, oder sie erlaubt sich diesen Gedanken zum ersten Mal, ist dann vollkommen weg davon, dass sie das plötzlich denkt. Sie kann ein Leben ohne ihren Mann führen, und das ist kein schlechtes Leben. Und ich glaube ja, da gibt es viele Interpretationsmöglichkeiten, aber dass sie am Ende tot umfällt, als sie erfährt, dass ihr Mann nun doch wieder vor ihr steht, das ist eine Form von Selbstmord. Enttäuschung, natürlich. Ja. Das Wunderbare an dem Text ist, dass ja im ersten Satz schon gesagt wird, dass sie herzkrank ist. Genau. Und dass sie dann und die Ärzte sagen dann aus Freude. Ne? Genau. Das ist ja der Kommentar der Ärzte und dann ist die Geschichte aus. Und wir wissen, es ist nicht aus Freude. Es ist der Schock, dass der immer noch da ist. Das ist eine wirklich tolle. Ja, ich glaube sogar, das ist sozusagen, dass sie eine Wahl hatte. Die Wahl, jetzt doch noch mit diesem Mann ihr Leben zu leben.
und sie es dann vorgezogen hat, zu sterben. Und Kate Chopin gehört heute zum amerikanischen Kanon. Ihr großer Roman, ist, The Awakening, ist 1899 erschienen. War damals ein totaler Skandal, weil er eben von weiblicher Selbstermächtigung, von weiblicher Sexualität, von Freiheit handelt. Und diese Geschichte, die eben noch ein paar Jahre früher verfasst wurde von ihr, war eben auch so ein Skandalon, weil sich diese Frau diesen Gedanken erlaubt hat. Und es, die, wir können uns das heute kaum noch vorstellen, wie, auf was für Widerstände die Autorin mit diesen Themen gestoßen ist. So, jetzt gibt es, deine Frage war, wieso Short Story? Es gibt einen auffälligen Zusammenhang zwischen den zwei großen Emanzipationsbewegungen, Jahrhundertwende, 60er genau, Jahre. Das meine ich, ja. Und der aufkommende Short Story. Ganz genau. Ja. Frauen haben zu diesen Zeiten besonders gerne, besonders viel Short Stories geschrieben. Zur Jahrhundertwende kann man sagen, damals wurden sehr viele Zeitschriften gegründet. Mhm. Die haben alle Inhalte gesucht. Das heißt, die waren dankbar für gute Texte. Und die Frauen wiederum, denen hat das in die Hände gespielt, weil die Autorinnen sozusagen da nicht die großen Bastionen der Verlage erobern mussten, sondern das ging relativ einfach gut funktioniert mit den Zeitschriften. Die waren dankbar für die Texte, haben die gerne gedruckt. Und ich glaube, mit den Produktionsbedingungen hat es letztlich auch was zu tun, weil du anders arbeiten kannst, literarisch, wenn du sozusagen Häppchen für Häppchen schreiben kannst. Ich habe ja größte Hochachtung vor Autorinnen und Autoren, die das schaffen, einen Roman zu schreiben über diese lange Strecke. Also wie man sozusagen über Jahre in dieser Konzentration eines Werkes bleiben kann. Das ist ja das, was den Roman letztlich auch so für den Leser letztlich so was einen so überwältigt als Leser. Dass er die ganze Welt versucht nachzustellen. Also die Idee eines guten Romans, glaube ich, ist ja, oder der ganz großen Romane der Weltliteratur ist, dass sie so Räume sind, wie ganz andere Welten, als könnte man den Planeten hier verlassen und in diesen Zauberberg hineingehen und sich dann dort in dieser Gesellschaft bewegen. Das ist das Versprechen des Romans. Das mit den Produktionsbedingungen ist aber, glaube ich, ein Punkt, warum das heute nicht klappt. Warum heute uns dauernd, uns, mir, allen gesagt wird, ach bitte keine Erzählungen, das kaufen die Leute nicht, die Buchhändler jammern, die Verleger jammern. Es gibt diese Zeitschriften nicht mehr, die Erzählungen drucken. Und im US-amerikanischen Raum schon noch, immer noch, New Yorker und Co. Also nicht, ist auch weniger geworden als in der großen Zeit, in den 50er, 60er Jahren, du hast es gerade gesagt, wo auch die großen Short Stories zum Beispiel von einer meiner Lieblingsautoren, Richard Yates, auf den Markt gekommen sind. Aber worauf ich hinaus wollte, ist dieser Kurzschluss, dass Frauen viele Kurzgeschichten geschrieben haben, weil es sich leichter mit ihrem Alltagsleben verbinden ließ, die Produktionsbedingungen es auch gefördert haben und hinten raus kommt dann, Frauen können halt nur Kurzgeschichten schreiben, ja, Männer den großen Roman. Genau. Ich glaube, das ist natürlich ein vollkommener Irrtum, Trugschluss und so weiter. Ich glaube aber auch, dass der Blick von Frauen auf die Welt eben auch ein anderer ist und in den allermeisten Fällen kein totalitärer. Also wenn man diesen Gedanken, der Roman will eine ganze Welt entwerfen, sozusagen negativ drehen will, dann ist diese Hybris des Großen, ja? Des Geschlossenen. Genau. Hier könnt ihr eintreten und dem sozusagen widersetzt sich ja die Kurzgeschichte. Mhm. Von daher ist die Kurzgeschichte natürlich auch was unglaublich Revolutionäres. Sie ist eigentlich immer sozusagen gegen die herrschenden Zustände gerichtet. Sie greift immer an. Sie muss angreifen, weil sie sozusagen die kurze Strecke nur hat. Und da muss sie einfach essentiell werden. Und das ist das, was mich als Leserin auch deiner Kurzgeschichten irgendwie immer begeistert, dass man 5, 10, 20, 40 Seiten hat und danach geht man raus und ist tatsächlich ein anderer Mensch. Und das kriegt man immer wieder. Jetzt lies mal so ein revolutionäres Stück Prosa vor. Ja, okay. Am Anfang kommt ein Diaphragma vor. Genau. Halten Sie sich fest. Okay, wir haben lange überlegt, was man lesen kann und sollte. Es sind so viele tolle Geschichten, aber ich lese jetzt eine Geschichte von Mary MacLane.
ein gebrauchsfertiges Diaphragma. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Vielleicht lese ich sie nicht ganz. Doch, lies sie. Wir haben genug Zeit. Okay, nur ganz kurz zu Mary McLane. Ist eine Autorin, auch vollkommen vergessen. 1882 in Kanada geboren, war mit 20 Jahren weltberühmt. Also zumindest in Kanada war sie weltberühmt. mit einem Buch, das 1902 erschienen ist. Ich erwarte den Teufel. Autofiktion, reinste Autofiktion, also was Annie Ernaux heute mit Nobelpreis würden macht, haben viele dieser Autorinnen damals gemacht. Und Diaphragma, Sie wissen alle, was das ist, wurde, ich habe es nochmal nachgeschaut, bei Wikipedia wurde Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt erst erfunden. Und dieser Text ist von 1917. Ein gebrauchsfertiges Diaphragma. Ich bin weder eine anständige, ich habe meine Brille in Frankfurt vergessen. Ich bin weder eine anständige noch eine kultivierte Person, noch eine von gutem Geschmack. Ich beziehe aus diesen Tatsachen eine delikate Mac-McLean-Freude. Ich bezweifle, dass sie mich zu etwas Besonderem machen, aber sie fühlen sich an wie ein gleichsam köstlich geheimer Sachtverhalt. Etwas, das ich ganz für mich alleine genießen darf. Es ist nur schwer vorstellbar, dass eine Frau in ihrem Inneren, auf der Seite, auf der ihr sie sich selbst zugewandt ist, wirklich anständig ist. Und ganz gewiss ist keine Frau kultiviert. Es fühlt sich wie etwas Unmögliches an. Es gibt noch Winkel im Landesinneren, wo dieses Wort in seiner selbstgefälligen Bedeutung verwendet wird und wo man daran glaubt. Und keine Frau außer einer, die tot in ihrem Sarg liegt, ist eine von ganz und gar gutem Geschmack. Jede lebende Frau hat zum Beispiel ein gebrauchsfertiges Diaphragma. Und an einem Diaphragma ist, bei Lichte besehen, rein gar nichts Geschmackvolles. Nahezu alle Frauen sind menschliche Wesen und verblüffend interessant. Und ich bin so ziemlich das interessanteste menschliche Wesen, das ich kenne. Und damit das Ansprechendste, das Aufrichtigste, nach meinen eigenen falschen Vorstellungen. Und das Aufschlussreichste. Das ist ganz wesentlich darauf zurückzuführen, dass ich weiß und fühle, dass ich weder eine anständige noch eine kultivierte Person bin und noch eine von gutem Geschmack. Zu allerletzt eine von gutem Geschmack. An einem Herbstabend in Boston war ich bei einem Mann in seiner Wohnung in der Beacon Street zum Essen eingeladen. Er ist Bergbauingenieur und ich kenne ihn seit unseren Kindertagen. Er hatte mich in seiner spontanen Ingenieursart zum Essen eingeladen, aber als ich in seiner Bude eintraf, war er nicht da. Er kam auch nicht. Stattdessen wartete ein Abendessen, ein japanischer Diener, um zu servieren, und ein Fremder, der zufällig hineingeschneit war. Der Fremde hatte allerdings stahlgraues Haar, eine Stirn wie Apollo, eine Kieferpartie wie Bill Sykes und viel zu erzählen. Er sagte, dass er eben aus China, Südafrika und Ägypten komme und dass er in seinem Leben schon 7-mal standesamtlich und kirchlich getraut worden sei. Wir ließen uns gemeinsam das Abendessen munden und unterhielten uns angeregt im Lichtschein farbiger chinesischer Lampenschirme. Zu essen gab es Vögelchen und zu trinken chinesischen Wein, starken aus Reis destillierten Samshu. Schon ein bisschen davon und man hat zu viel. Nach dem Abendessen standen wir in einer Teakholzanrichte und der Fremde hielt mich fest umschlungen, zog mich gegen eine große, glatte, abendlich festliche Hemdbrust und küsste mich mit gehöriger Inbrunst auf meinen Mund. Ich mochte es nicht. Ich dachte an all die Frauen, die er geehelicht hatte, und fragte mich, ob es ihnen gefallen hatte. Und ich grübelte in meinem unbeteiligten Gehirn. Als ich nach St. Ives ging, traf ich einen Mann mit 7 Ehefrauen. Er war der einzige Gedanke in meinem Kopf. Es war der einzige Gedanke in meinem Kopf, indes ich gelangweilt darauf wartete, dass er es hinter sich brachte. Es ist zwecklos, dagegen anzukämpfen. Und dieser Vorfall war, dessen bin ich mir bewusst, nicht anständig. Und an einem Sommertag ritt ich in den Bergen Montanas eine steile Schlucht hinauf. Es war ein heißer, staubiger Ritt. Ich kam zu einem Gebirgsbach, der sich in einer wunderschönen, kleinen, weiß-blauen Kaskade über einen hohen Felsen auf glatte Kieselsteine ergoss. Ich stieg von meinem Pferd, zog meinen staubigen, khakifarbenen Anzug und meine restlichen Kleider aus und stellte mich in das herabrauschende Wasser der kleinen Kaskade, weiß in meiner Blöße, ohne auch nur ein Feigenblatt der Bedeckung. Es war köstlich und heidnisch.
was mit meinen kapriziösen Gedanken das zu tun hatte, die mir da kamen, als ich mich unter den prickelnden Plätschern zusammenkauerte. Und ich bin mir dessen bewusst, dass daran nichts Anständiges war. Haben wir noch Zeit? Und eines schönen Abends vor einer Woche, zwischen 9 und 10, da wanderte ich durch das weite, öde Tal östlich von Butte. Es ist Ende November und die Nacht war stürmisch. Ein heftiger Starkwind fegte über die Ebene, dann regnete es. Ich befand mich auf dem Rückweg und hatte noch 1 oder 2 Meilen zu gehen. Der Regen wurde stärker, schwere schwarze Wassergüsse peitschten und wirbelten auf mich herab und hüllten mich in ihre nassen Flügel. Ich mag jedes Wetter, wenn es mild ist und noch mehr, wenn es rau ist, es sei denn, es prasselt auf mich herab. Dann macht es mich stumpf. Und während ich die dunklen Straßen dahinspazierte, ohne mich zu beeilen, aber auch ohne zu bummeln, dachte ich mir, warum suche ich Zuflucht von diesem starken, prasselnden Regen? Warum bin ich keine obdachlose Bettlerin, die im ganzen Leben nichts Sanfteres als diesen Novembersturm hat? Und das nicht, weil ich Sanfteres verdienen würde. Und mit einem jähen, heftigen Erschaudern flüsterte ich, ich wünschte, ich wäre eine Bettlerin. Ich wünschte, ich hätte kein Dach über dem Kopf, um in dieser kalten, nächtlichen Schwärze Zuflucht zu finden. Diese wäre lauter. Ich wäre entblößt bis zu meiner Ödnis. Und ich wünschte, es wäre so, dieser strömende Regen, dieses erdrückende Getürm, nichts sonst, Zuflucht, Geld, Behagen, Selbstzufriedenheit, wie verdient sie scheinbar auch sein mögen, sind unlauter, sind gestohlen. Wenn ich sein sollte, eine zerlumpte Bettlerin, trüben Auges, im schmuddeligen Unterrock, mit einem stinkenden Loch voller Ratten zum Verkriechen, Hunger, körperliches Elend, das ganze Programm Ausgestoßener. Wenn Gott mich erhören würde und würde mir erwartungsvollem Beben augenblicklich mein Leben mit dem einer Bettlerin vertauschen. Ich würde. Das ist ein Stückchen offensichtlicher, innerer Wahrheit über mich selbst. Und ich bin mir bewusst, dass sich daran erweist, welch schlechten Geschmack ich habe. Aber meine innere Einstellung bei dem Vorfall mit dem stahlgrauen Fremden, selbst wenn ich ihn auf gelangweilte Weise brutal hätte erstechen können, zeugte nicht von Anstand. Ich war gelangweilt und versponnen, wo ich doch vor lauter Wut ganz außer Atem hätte sein müssen. Aber meine atemlose Wut ist eine viel zu außergewöhnliche und schöne Empfindung, um sie an läppische, stahlgraue Fremde zu verschwenden. Vor dem Vorfall mit der prickelnden Kaskade war meine Einstellung schamlos oder etwas in der Art. Es ist für eine Frau niemals verwerflich, in der Abgeschiedenheit und aus Gründen der Gesundheit eine kalte Dusche zu nehmen. Die nasse, nächtliche Straße und der Bettlerinnenwunsch. Sie sind von trister Wirklichkeit für mich. Ob ich 2 schlichte, anmutige Kleider trage in einem Haus, in mir trommelnd, prasselnd, ist ein kalter, wüster, starker Regen. Und zu meinen Füßen eine lange, einsame, matschige Straße. Wenn sie zu mir gehören, dann sei es so. Ich liebe mein Ich, umso mehr, da ich sie spüre. Und ich spüre sie, weil ich noch nicht tot bin und in meinem Sarg liege, sondern am Leben bin mit einem gebrauchsfertigen Diaphragma. Solche Diaphragmas zeugen nicht von gutem Geschmack. Willst du zu der Geschichte noch was sagen? Ich habe. Du hast? Ja? Nein, ich habe das vorhin, als ich die erste gelesen habe, habe ich dann zu einem anderen Thema übergeleitet und dachte jetzt gerade, nein, eigentlich, oder zu der Autorin sonst? Ja? Ja, eben. Mary MacLane ist eine wahnsinnig interessante Autorin, die vollkommen vergessen wurde nach 1929, nach ihrem frühen Tod. Sie ist früh gestorben, wie übrigens viele dieser Autorinnen, nicht lange gelebt haben. Und was auch bei ihr, die hat ein ganz wildes Leben geführt, ganz unkonventionell, also mit vielen Beziehungen. Sie hat Männer geliebt, sie hat Frauen geliebt. Sie hat vor allem, das haben wir ja hier gehört, sich selbst geliebt.
Sie hat mal gesagt, ich bin gar nicht unglücklich, eine Frau zu sein. Ich bin unglücklich mit der Welt, die mich umgibt. Mhm. Und dagegen hat sie aufbegehrt. Und sie ist eigentlich wiederentdeckt worden bei uns durch Ann Cotton, die ihr Buch letztes oder vorletztes Jahr bei Reklam veröffentlicht hat. Und das ist eben eine Autofiktion, die 3 Monate ihres Lebens von Januar bis März 1901 sozusagen rekonstruiert. Und ich finde das, also zum einen ist das natürlich zur damaligen Zeit klar ungeheuerlich, über ein Verhütungsmittel zu sprechen, ein technisches Mittel, das man sich sozusagen einführt. Das ist gerade erst erfunden worden, gab es erst ein paar Jahre. Und aber ist natürlich der Hammer für weibliche Selbstbestimmtheit. Ne? In dem Moment, wo man nicht mehr ungewollt schwanger werden kann. Wir wissen das ja auch von dem berühmten Pillenknick und was der mit der Frauenbewegung gemacht hat. Ne? Das ist ja ein zentraler Punkt für weibliche Selbstbestimmung. Aber wie das eben erzählt ist, ja, also erst geht es sozusagen um ungewollten Sex, das Diaphragma, das sie sozusagen vor den Folgen schützt, und plötzlich steht sie auf einer Straße im Regen und fantasiert sich, was sie eigentlich sein möchte und was sie nicht sein möchte, und dass sie im Grunde auch so ein Weltekel hat. Sie möchte ja eigentlich alles loswerden, was sie hat. Sie will ja eine arme Bettlerin sein und im Regen stehen. Und wie das sozusagen hier hergestellt ist, wie das erzeugt wird, ja, wie schnell das geht, diese Anschlüsse, diese Wechsel, diese Scharniere, das ist alles beeindruckend. Ich würde gern zum Schluss über weiblichen Humor sprechen. Würdest du sagen, dass ein überwiegender Teil, wir haben jetzt 2 solche Erzählungen gehört, beide waren lustig, das kann man ja schon mal sagen, und zwar nicht zu knapp lustig, nämlich richtig lustig. Größerer Teil in diesem Buch? Ja. Also deswegen, das ist mir ganz wichtig, immer zu sagen, dass diese Autorinnen keine Opfer waren, in ihrer Selbstwahrnehmung, sondern sie waren Handelnde. Und sie haben ganz häufig tatsächlich mit den Mitteln des Humors gearbeitet. Und Frauen und Humor, das ist ja sowas, überhaupt sowas Großartiges. Es gibt nichts Tolleres als Frauen, mit denen man lachen kann, weil natürlich, das wissen wir alle, Bachtin, ja, der Humor ist natürlich etwas, das die herrschenden Verhältnisse immer angreift. Und dieses Mittel wählen diese Autoren eben auch ganz, ganz häufig. Es gibt einen Text, konnten wir jetzt leider nicht mehr lesen und auch nicht mehr diskutieren, von einer Autorin aus dem heutigen Bangladesch, Sultanas Traum, ist eine Utopie. Eine weibliche Utopie. Da habe ich mir was rausgeholt. Da geht es darum, die weibliche Utopie, sie wacht auf, man weiß nicht genau, ob es ein Traum ist oder nicht, und plötzlich ist sie in einer umgekehrten Welt. Die Frauen sind unbedeckt auf den Straßen und Männer sind keine zu sehen, und sie versteht gar nicht, was los ist, und ihre Führerin durch diese neue, völlig spektakuläre, andere Welt erklärt ihr, dass da nichts daran besonders ist, weil man sperrt doch immer die weg, die gefährlich sind. Genau. Ja, das ist dann doch, genau. Und dann denkt man, das ist so ein Moment, aber das ist wirklich eine ganz besonders tolle Geschichte. Nicht nur, dass diese Frauen dann auch noch eine Art von sozusagen grüner Energieversorgung erfunden haben in der Zwischenzeit und die Wärme und das Wasser von der Sonne und aus der Atmosphäre holen und auch die besseren Kriegsführer sind, weil sie eben Köpfchen und nicht Muskelkraft. Das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte, wenn man denkt, die ist aus dem Jahr 1905 also und aus Bangladesch. Also in diesem Buch gibt's wirklich was zu entdecken. Zum Thema Humor habe ich eine These schon vor vielen Jahren aufgestellt und die würde ich jetzt gern an dir ausprobieren. Ich glaube, also grundsätzlich, nicht nur in der Literatur, sondern im Leben, die Humorkurve im Verlauf des Lebens beginnt bei den Frauen sehr weit unten und steigt an, und bei den Männern ist es umgekehrt. Ich erkläre Ihnen das mal, rein biologisch. Nie ist die Frau unsicherer als mit 18, 20, nichts gefällt ihr, sie ist hässlich, sie vergleicht sich mit ihren Freundinnen, sie hüllt sich in Säcke, also ich so zu der Zeit damals, und gewinnt an Selbstbewusstsein und an Humor. Und jetzt komme ich gleich zur Literatur. Und bei den Männern ist es, nein, noch nicht biologisch noch, die Männer
haben den meisten Spaß mit 18 bis 28. Sie sterben bei Motorradfahrten, sie sterben bei Kampftrinken, sie nehmen Drogen, also sie sterben nicht alle, aber sie leben sich aus und lassen es krachen und dann setteln sie sich. Und ich glaube, damit ist auch die Humorkurve, diese verdrehte Humorkurve, und das erkennen Sie in der Literatur. Sie erkennen es in der Literatur, nichts besser als der Humor von alten Schriftstellerinnen oder alternden Schriftstellern und nichts schrecklicher als diese Prostata-Beschwerden von Max Frisch bis Philip Roth. Je älter Sie werden, desto humorloser und grantiger werden Sie und Sie schauen immer auf Ihre körperlichen Beschwerden, und bei den Frauen ist es so, als würden sie alles loslassen, und das ist so meine These zum Humor in der Literatur. Sie ist großartig, liebe Eva, da kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Elfriede Jelinek, die wir vorhin ja schon besprochen hatten, ist ein Beispiel für diesen grandiosen Altershumor, den sie jetzt auch in ihrem letzten Buch wieder bewiesen hat. Auch Margaret Atwood, genau. Und du bist natürlich der Beleg dafür, dass jede These auch einen Fehler hat, weil deine Literatur ist seit Vienna von Humor durchdrungen. Und da warst du, glaube ich, wenn ich es jetzt nicht falsch erinnere, noch eine junge Frau. Ja, jetzt sehen Sie noch einen weiteren Beweis. Also ich mag das ja, wenn Form und Inhalt so ineinander fallen, so wie an diesem Brown Lunchbag Mittag hier im Literaturhaus in Berlin. Es ist eine so wahnsinnig und mich extrem nervende, typisch weibliche Eigenschaft, immer so schnell zu machen, weil man hat ja nie genug Zeit. Die Männer machen das nicht so. Die setzen sich in die Talkshow und strecken erstmal ein Bein aus. Dann schauen sie tief in die Kamera und dann beginnen sie zu resonieren. Frauen haben wir noch Zeit, ja? Also Sandra liest noch ein bisschen so. Das ist genau das. Wir sind absolut auf die Minute fertig. Stirbt die Kurzgeschichte aus? Nein, im Gegenteil. Nein? Nein. Was können wir tun, um sie nicht aussterben zu schreiben, lassen? Schreiben und kaufen. Wir lesen sie alle. Wir werden sie alle lesen. Genau, dazu und wollte ich auch noch sagen, dass sie ja immerhin eine große literarische Tradition gerade auch in der deutschen Literatur hat. Insofern ist es umso ärgerlicher. Ich würde dir nämlich in diesem Punkt nur widersprechen, dass es immer so war. Ich glaube, es war nicht immer so. Also gerade auch in der klassischen Moderne der deutschsprachigen Literatur gibt es viel große Kurzgeschichten, Erzählungen. Und in der letzten Zeit hört das so ein bisschen auf. Wir wollen das aber nicht unterstützen. Und daher kaufen Sie zum Beispiel dieses Buch. Sie können damit, ohne das Sofa zu verlassen, in den Weihnachtsferien eine Weltreise einmal um die Welt und durch die Literaturgeschichte machen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und dir hoffentlich auch, liebe Sandra. Danke für dieses Buch. Dankeschön, Eva.